Willkommen zurück. Resident Evil 7, wir spielen auf der PlayStation 4 und haben gerade, ich hoffe, erfolgreich da den Oberguru von der Familie, den Vater, ich glaube, der heißt Jake, getötet. Und jetzt sind wir da eigentlich eingeschlossen im Keller. Jetzt müssen wir, das hat funktioniert, müssen wir schauen, dass wir da irgendwie rauskommen wieder. Und das war also wirklich, letzte Folge mal anschauen, furchtbar. Dafür ist es jetzt kaputt, super. Wir haben den dritten Hundekopf gefunden. Ob schon mir irgendwie, ich weiß auch nicht, wollte immer das Buch, aber das hatten wir ja schon. Und wir konnten eine Flinte. Das Rätsel mit der Flinte konnten wir lösen, indem dass wir eine defekte Flinte platziert hatten bei der Statue und somit die funktionierende mitnehmen konnten. Also können wir jetzt auch ein bisschen mit Schrotpatronen spielen. Jetzt geht es natürlich dann darum, dass wir den dritten Hundekopf noch einsetzen. Dann sollte es weitergehen. Mia hat uns ja noch eine Nachricht hinterlassen, das letzte Mal auf Band. Und es ist so ein bisschen dafür und da wieder, was eigentlich mit der genau nicht stimmt. Ein Psychokind. Jetzt hoffe ich, wir haben keine ungemütliche Begegnung. Scheinbar nicht. Sehr gut. Ist immer so erfreulich, wenn man nichts ist. Und komisch, wenn wirklich nichts ist. Kurz speichern. So, noch kurz zur Kiste. Hundekopf haben wir ja nach wie vor im Inventar. Und wir können ja hier, das habe ich ja schon erzählt, verschiedenste Sachen eigentlich craften hier. Also von Munition und Heilmitteln und können wir hier Sachen craften. Und dann gleich auch noch auf unser Pad, also die Tasten belegen, wo wir das Zeugs haben wollen. So, weiter geht's. Schauen wir. Ui! Die war doch tot. Das ist doch die Alte. Stimmt mit der nicht. Okay. Wahrscheinlich ist sie wieder auferstanden oder... Keine Ahnung. Wir lassen die einfach dort. Wir wollen die Rätsel lösen. Da ist das Bild. Einfügen und was passiert jetzt? Okay. Wir kommen raus. Wahrscheinlich nicht in die Freiheit, aber raus. Oh. Okay. Oh, die Geräusche, das ist furchtbar. Ein Kräutchen. Nehmen wir alles mit. So viele versteckte Objekte. Okay. Oh. Nicht noch mal da rein, bitte. Müssen wir da rein? Eine Kiste. Schön. Ein Reparatursatz. Gott sei Dank. Ich möchte nämlich lieber ein bisschen draußen bleiben. Noch ein Count. Ja, es macht sich definitiv ausbezahlt. Alles durchsuchen, alles anschauen. Vor allem alles mitnehmen. Antike Münze. Um.
Oh Mann, ich möchte da nicht rüber. Ich hoffe, wir haben hier alles gut durchsucht. Also das Spiel hat es in sich jetzt vom Ding her. Also es ist schon gruselig, aber ich muss sagen, das Outlast hat mich mehr nervlich gebraucht. Wir können es dann gut vergleichen, wenn Outlast 2 draußen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit WeAir ist das. Ich habe ja gesagt, ich habe ja ein paar Minuten gespielt zu Beginn, wollte das mit WeAir machen, aber das kriegt man nicht. Also ich nicht. Das ist zu krass. Oh! Spaltmittel. Was müssen wir hier? Einfach Sachen einsammeln wahrscheinlich. Ja, das war klar. Das war klar. Müssen wir da gucken bei dem Customer. Das irgendwie dann aktivieren könnten. Wieder so ein Köpfchen. Oh, super. Für defekte Waffen. Okay. Moment, brauchen wir das nämlich nicht. Die Pillen, Nahrungsergänzungspillen. Müssen wir craften. Okay, jetzt defekte Pistole. Ja, klar, vielleicht gehört es zu ihr. Ja. Da ja Mia durchgeknallt ist, kann man sich ja gleich solche Gedanken machen von der nächsten. Steroide. Okay. Der sieht auch ein bisschen freundlich aus. Oh, da liegt viel rum. Mein Körper fühlt sich immer seltsam an, was ich. Ja, ist alles ihre Schuld, ist klar. Sollte ich weglaufen? Ja, die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, ich weiß etwas. Ach ja. Ich glaube, das ist dasselbe Foto, das wir schon mal gesehen haben. Für sie ist es zu spät. Okay. Nochmal eine Münze. Stehen überall Zahlen drauf. Geht nicht. Rückschlagen tun und so. Oh Mann, nee. Wird es wahrscheinlich dann wieder ein Video geben. So, Münze haben wir verbraucht. Ich glaube, wir schauen noch ein bisschen weiter. Ab nach draußen. Oh, herrlich. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich, unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen.
wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Jo. Super. Okay, jetzt sind wir ein bisschen weiter. Wir brauchen ein Serum. Unsere nächste Aufgabe, das Haus ist in der Nähe des Wassers. Kurz noch zur Kiste. Die alte Psycho-Hexe ist in dem Fall so, ist Mutter. Also ich hoffe jetzt ganz schwer, der Alte ist tot, der Vater. Dass wir den da mit der Kettensäge wirklich endlich nach unzähligen Versuchen mit Überfahren und Verbrennen und Erschlagen und Erschießen tot bekommen haben. Ist offen? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dachte ich, jetzt können wir Schlüssel suchen. Ja, klar. Okay. Blindenmunition. Da sind wir. Was ist denn das da hinten? Mutierte Fliegen oder was? Hässlich, hässlich, hässlich. Sieht den Plan aus wie eine Art Flammenwerfer. Ja. Schmoren wir die Alte oder grillen die gleich? Okay, scheiße. Hallo? Sie ist oben, geh nicht hoch. Ah, was ist denn das schon wieder? Uah. Hier ist nichts. Alten Hauses. Okay. Wasserspeicher. Das eine, das sind ein bisschen dieselben Bilder. Das war doch schon im ersten Haus, war das Bild mit der Frau, wo diesen Sack über dem Kopf hatte. Jo, finde das Serum. No, das ist doch kein Problem. Sicher irgendwie wieder ein Rätsel. Munition. Nein. Oh. Schon wieder niedrig, sehr gut. Oh,
Pulver. Oh, geh weg. Was ist das hier? Brennerdüse. Die kann mit was kombiniert werden? Und doch so einen Flammenwerfer oder was bauen? Können wir denn hier nichts? Scheißerchen. Ja, geh weg. Oder vielleicht für dieses riesen schleimige Dingens da wegzubrennen. Die sind böse. Jetzt werden sie böse. Das hätte ich nicht sagen sollen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. War nicht so gemeint. Du verschwindest. Komm. So. Flutschi, du. Ja, da wäre jetzt wieder so ein Bild da hinten. Okay, also wieder das Schattenspiel. Ne? Spinne. Das war jetzt doch hier, wo das Video war mit der Mia. Wir mussten ja einen Adler anpassen. Jetzt muss ich überlegen, war doch noch ein Bi. Das war mit dem Wolf, das Bild mit dem Wolf und dem Adler. Oder Spinne hatten wir nicht. Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher. Ah, super. Jetzt haben wir ein Inventar voll. Ja, alles voll. Alles wegmachen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da so was, so ein Feuerdingens da, Rucksack. Oh cool, jetzt haben wir mehr. Ja, sehr gut, größeres Inventar. Dass wir da irgendwie sowas schon bauen müssen, so wie ein Flammenwerfer, um dann dieses Kokon, oder wie man dem sagt, ich, keine Ahnung, dass wir das wegbrennen können da, dass uns ein Weg versperrt. Können wir da schon was machen? Brenngriff. Und kurz überlegen. Ich hasse es. So, Türchen zu. Ah, Hallöchen. Dich werden wir schießen.
ist nichts mehr hier. Unsere Kiste. Wieso geht das jetzt nicht? Jetzt. Oh Mann. Ich bin schon so müde bald. Okay, jetzt haben wir da einen Brenner. So, machen wir uns wahrscheinlich mal bereit. Okay, mal nachladen vielleicht. Wäre noch eine Option, bevor wir wieder rausgehen. Los geht's! Jetzt können die Scheißviecher sicher irgendwie grillen. Jetzt, wir testen das. Und tschüss! Okay. Verbraucht dann aber ganz schön viel. Scheiße. Starke, flüssige Chemikalie, okay. Was seid ihr? Jetzt können wir das nehmen. Das habe ich gemeint vorhin. Das sind schon gleich. Ja, das benötigt extrem viel. Wo war das jetzt? War doch auch noch so ein Nest. Da, genau, kamen wir nicht rein. Schräges Haus hier, ey. Na, jetzt muss ich mich da umsehen. Okay, und wie es weitergeht, das seht ihr das nächste Mal bei Resident Evil 7 im alten Haus. Danke fürs Zuschauen, war schön, dass ihr mit dabei wart. Bis dann, tschüss.